Hallo, wir hatten im Bischelsdorf heuer im Jänner die Idee, eine gemeinsame Veranstaltung mit die Wirte zu veranstalten. Und so findet heute am 2. April die erste Bischelsdorfer Music Night statt, bei der in 7 Lokalen eine Liveband spielt. Hier gibt es bei freiem Eintritt vom Steirischen bis über Austropop und Hardrock bis bei uns im Haus im Il Campo eine Rockabilly-Band. Wir sind hergekommen aus Graz Umgebung, das erste Mal im Bischelsdorf, zu gemütlichem Beisammensitzen, US-Car-Treffen. Freuen uns, dass wir da sind. Klassen oben haben in der Form von einem Klassen-Event. Da haben sich einige Leute bei uns da ein bisschen Gedanken gemacht und ich glaube, wir haben eine gute Veranstaltung zusammengebracht da im Bischelsdorf. Wir haben einige verschiedene Musikrichtungen da in unsere Locations zusammengebracht. Ich bin da heute mit meiner Band im Vorsaal. Ich möchte mich da auch gleich bedanken an Herrn Pfarrer, dass das gekommen ist. Thank you.
lieben Tage, oh Herr, muss dir sagen, die Erde ist schön. Aber nein, du hast das nicht Sinn, dann wird dich den vergessen, so kann es nicht gehen. Menschen brauchen auch Musik und Gesang, fröhliche Gang ein Leben lang. Aber unser Herrgott erkennt und bringt, du denkst an Böhmen nicht. Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zum Glück. Und alle Türen sperrt sie auf, bis in den Himmel hinauf. Ja, ja, aus Böhmen. Die Gastronomie des Tourismusverbandes in Büschelsdorf, die haben sich überlegt, können wir vielleicht was gemeinsam tun und gemeinsam auf die Beine stellen. Und dann ist eine Idee geboren worden und das ist genau das, wo wir heute sehen. Nämlich die erste Büschelsdorfer Music Night, wo in 7 Gastronomiebetrieben gleichzeitig unterschiedliche Musik, ich glaube, man hört es im Hintergrund, und man wird vielleicht noch sehen oder Ausschnitte aus anderen Betrieben sehen, wo unterschiedliche Musik und kulinarische Köstlichkeiten für unsere Gäste in Büschelsdorf gemacht werden, für nah und fern, mit dem großen Vorteil, dass man, um alle 7 Gastronomiebetriebe zu besuchen, kein Auto braucht. Man kann das Ganze zu Fuß machen, man kann von einem Gasthaus zum anderen gehen und die Idee dahinter war, ein bisschen näher zusammenzurücken, einfach gemeinsam etwas zu machen, weil, ich glaube, wie Sie alle wissen, gemeinsam ist man stärker als allein. Dass in Büschelsdorf eine derartige Veranstaltung gemacht wird. Music Night, erstmalig in Büschelsdorf. Ich kenne diese Sache schon von der Obersteiermark. Bin dort extra hingefahren, einmal habe mir das angeschaut. Und es ist eine irrsinnig tolle Sache. Eine tolle Sache, indem dass einmal so viele Wirte gemeinsam an einen Strang ziehen, dass der Tourismusverband das Gesamte in die Wege geleitet hat. Und natürlich die Gemeinde und nicht nur die Gemeinde, sondern alle Gemeindebürger dementsprechend profitieren, weil von Uhren lokal zum anderen gehen, ohne ein Auto in die Hand zu nehmen, ohne sich fürchten zu müssen, jetzt passiert mir was, das ist das Schöne. Und dann eventuell noch ein Taxi rufen und rumfahren, gibt nichts Schöneres. Und ich wünsche den Wirten, allen Wirten, einen guten Erfolg. Und ich sehe das schon, dass das einfach einschlägt. Und ich wünsche mir auch weiterhin seitens der Gemeinde, dass das weitergeführt wird. Dass das keine Eintagspflege ist, sondern dass das weitergeführt wird. Und da
gratuliere jetzt schon zum Tourismusverbandshauptmann mit seinem Team und allen Gastwirten. Right.